Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Slumdog Millionaire Box von Kurdo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Slumdog Millionaire von Kurdo aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-rote Box, rechteckig, also im Querformat das Ganze. Hier links oben lesen wir einmal Beef House, das ist ja das Label, über das Album damals erschienen ist. Und dann haben wir hier Kurdo in diesem Schwarz-Rot abgebildet, gerade am Rauchen. Und dann in Weiß der Schriftzug quer über das Gesicht Slumdog Millionär und rechts davon Kurdo. Auf der Seite lesen wir auch wieder Beef House, rechts blank schwarz, oben wieder Beef House und links blank schwarz. Man sieht schon, die Box ist so hochglanz, also spiegelt ganz stark. Und auf der Rückseite lesen wir auch wieder beefhouse.de und dann haben wir noch einen Barcode. Okay, dann schauen wir mal hinein. Der Deckel ist abnehmbar, nicht zu klappen, sondern wirklich abnehmbar, von innen weiß. Und als erstes kommt uns entgegen ein Shirt. Dann haben wir ein Bandana. Das Album an sich, wo das Bandana hier deutlich abgefärbt, abgerieben haben dürfte, kommen wir gleich noch dazu. Dann haben wir noch eine Autogrammkarte, einen Sticker, einen zweiten Sticker und ein Poster. Von ihnen die Box ebenfalls wieder weiß. Den Deckel mal wieder drauf. So. Und dann kommen wir auch gleich zum Album. Also, wie ihr schon gesehen habt, das Album hat leider etwas Schaden genommen in dieser Box. Und zwar haben wir hier dieses Bandana mit dem Aufdruck. Und ich befürchte fast, dass das Bandana damals noch nicht ganz getrocknet war, also der Aufdruck des Bandanas, dass das dann etwas feucht hier draufgelegt wurde und dass es dann hier eben abgefärbt oder abgerieben hat. Also muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie wieder abbekomme und reinigen kann. Okay, hier lesen wir Slumdog Millionär Kurdo. Auch hier wieder das Foto, das wir schon von dem Boxcover kennen. Und oben links auch wieder Beef House. Das Ganze ein super Jewel Case, sehr schön. Auf der Seite lesen wir hier, die Frage, ob man es lesen kann, ist leider echt schwer zu entziffern, weil es von der Farbe her sich kaum unterscheidet. Wir haben hier schwarze Schrift, Kurdo und hier auch wieder Slumdog Millionär auf so einem dunklen rot-braunen Ton. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir in dem Fall 15 Tracks an der Zahl auf CD1. Diese allesamt Solo-Tracks. Und dann haben wir eine CD2, da sind nochmal 5 Tracks drauf und das sind allesamt Feature-Tracks. Und zwar haben wir Features von Casey Rebel, Nazar, Mosh 36, Echo Fresh und Contra K. Also 5 hochwertige Features auf der CD2, einen Barcode und hier unten dann noch die Credits. Dann schauen wir mal hinein und werfen mal einen Blick in das Booklet. Wir haben hier einmal einen kleinen Jungen abgebildet. Ist die Frage, was das sein soll. Ob es einfach nur so ein kleiner Ast ist oder ein Blindenstock. Ich tippe mal darauf, dass es ein kleiner Stab ist, aber kein Blindenstock. Und dann hier so ein kleines Bäumchen. Ja, eventuell geht hier der Wind oder der wächst etwas schief. Schwarz-Weiß-Aufnahme. Dann haben wir rechts Slumdog Millionär Kurdo. Ja, das sieht wirklich nach Slum aus. Also hier Hühner und ein Hund, die sich hier gerade von Müll ernähren. Ein offener Müllcontainer daneben. Bauruinen, also das sieht echt nach Slum aus. Dann haben wir hier die ersten 5 Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer das Ganze produziert hat. Und auf der linken Seite weitere Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
die eventuell zeigen sollen, wo Kurdo ursprünglich herkommt, wo seine Wurzeln liegen, also dass er wirklich der Armut entstammt. Weitere Tracks und natürlich weitere Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Dann haben wir hier einen jungen Mann, der allerdings von einem Rolltor verdeckt ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier Kurdo abgebildet haben. BM lesen wir hier. Und dann haben wir hier zum Abschluss nochmals Kurdo, allerdings in Farbe, mit Zahnstocher im Mund. Und dann hier noch die Infos, beziehungsweise die Danksagung und dann hier noch die Infos zu Mastering, Artwork etc. So sieht das aus. Und hier noch die Danksagung. Gut, zum Abschluss wieder Beefhaus. Dann schauen wir uns mal die CD an. Also CD1 in schwarz gehalten, auch hier mit diesem rotbraun und Beefhaus Beschriftung. So sieht die CD aus. Und dann haben wir auf der Rückseite noch CD2, die ist in diesem rotbraun gehalten und auch hier lesen wir wieder Slumdog Millionär Kurdo. Und hier zum Abschluss nochmal Beefhaus. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl. Der eine war irgendwie zwischen Album und Booklet, der kleine hier. Und zwar haben wir einmal diesen Sticker hier, Beefhaus Kurdo Slumdog Millionär, in schwarz und weiß gehalten, rechteckig. Dann haben wir diesen Sticker hier, in schwarz mit weißem Aufdruck, www.bm-lifestyle.de lesen wir hier. Und ein großes BM-Logo im Hochformat. Und dann noch einen kleinen quadratischen Sticker mit dem Beefhaus-Logo und Schriftzug. Gut, dann haben wir eine Autogrammkarte. Hier Kurdo in Farbe, das Foto war ja auch schon im Booklet drinnen. Und dann hier mit rotem Stift unterschrieben Kurdo. Darüber lesen wir auch wieder Beefhaus präsentiert. Und hier lesen wir noch burner.de. Und auch hier wieder Beefhaus und BM Lifestyle auf der Rückseite. Dann haben wir ein Poster im A3-Format. So sieht das aus. Also das Foto wie auch schon auf der Autogrammkarte. Unten die Credits und oben lesen wir natürlich wieder Beefhaus präsentiert. Schlichtes, einseitiges Poster im A3-Format. Hochformat. Dann haben wir ein Shirt und ein Bandana. Ich werde mal zuerst das Bandana öffnen. So, das ist das Bandana. Was mich jetzt etwas wundert, man sieht jetzt hier nicht genau, wo es hier so diesen Abrieb gab, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es am ersten noch hier rechts oben war, also wo die CD bzw. das Albumcover hier ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Egal, also wir haben einmal hier oben den Schriftzug SDM, darunter Kurdo, das dürfte wohl für Slumdog Millionär stehen, mit diesem X hier. Dann haben wir hier nochmals SDM, wo wir das Gesicht von Kurdo nochmals abgebildet haben, Slumdog Millionär Kurdo lesen wir hier. Ansonsten das Bandana glatt in schwarz, einseitig bedruckt. Und auf der Rückseite lesen wir Myrtle Beach, One Size. Das Ganze ist 97% Polyester, 3% Baumwolle und Made in China. Okay. Und zusätzlich zu dem Bandana haben wir dann noch ein T-Shirt. Und zwar sieht das Shirt so aus. Kurdo Slumdog Millionär in schwarzer Schrift auf weißem Shirt. Und bei dem Shirt haben wir keine Neckprint. Aber was ich sehr spannend finde, ist das hier. Und zwar haben wir es zu tun mit einem Screen Stars von Fruit of the Loom. Also Fruit of the Loom natürlich ein Begriff. Gibt ja viele Shirts in den Deluxe-Boxen von Fruit of the Loom, allerdings Screen Stars, was irgendwie so ein Sublabel oder irgendeine eigene Kollektion von Fruit of the Loom ist, habe ich noch nie gesehen. Absolute Premiere für mich. Screen Stars in der Größe M, sehr schön. Genau meine Größe. Und dann haben wir hier 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Marokko.
Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Shirt einmal kurz im Detail an, speziell auch in Kombination mit dem Bandana. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das weiße Shirt, speziell in Verbindung mit dem Bandana sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier den schwarzen Schriftzug Kurdo Slumdog Millionär. Relativ klassisch gehalten, in weiß und schwarz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht ganz so der Fan von den Shirts, wo einfach nur Interpret und Albumtitel so darauf steht, auch wenn mir die Schrift von der Art her sehr gut gefällt, aber mir ist das Ganze dann doch etwas zu simpel oder zu minimalistisch gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M, dann das Bandana in schwarz, die drei Sticker, einmal Querformat, einmal Hochformat, einmal quadratisch, das Poster in A3, einseitig bedruckt im Hochformat, die Autogrammkarte mit rotem Stift unterschrieben und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case inklusive Bonus-CD. Das alles in dieser wunderbaren Box Slumdog Millionär von Kurdo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kurdo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.